Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Das sind Standpunkte von der Basler Zeitung. Wenn Sie jetzt uns zuschauen, dann schauen Sie Fernsehen und über Fernsehen, über Radio reden wir in dieser Sendung. Es gibt ja die No-Billag-Initiative, wo die Gebühren für die SRG ganz, also zu 100% streichen will. Dann gibt es natürlich eine andere Gruppierung von Vertretern aus der Politik, die sagen, nein, nein, die SRG muss so bleiben, so gross, wie sie ist so wichtig für Demokratie in der Schweiz. Und dann gibt es einen Haufen Meinungen zwischen ihnen. Wir fragen heute in dieser Sendung, wie gross muss die SRG tatsächlich sein, auch damit sie ihre Rolle in dieser direkten Demokratie kann erfüllen kann. Und ich freue mich auf eine Diskussion mit unseren Gästen, mit der Regula Ritz. Sie ist Präsidentin der Grünen und Nationalrätin in Bern oder für den Kanton Bern. Der Gregor Rutz ist bei uns, Nationalrat SVP Kanton Zürich. Und sie beide sind auch in der entsprechenden Kommission vom Nationalrat, wo es unter anderem um die SRG, um Radio und Fernsehen geht. Ich freue mich, dass der Rainer Stadler bei uns ist. Er ist Fachjournalist für Medien bei der NZZ. Und der Dominik Feusi, er leitet die Bundeshausredaktion der Basler Zeitung. Herzlich willkommen. Gregor Rutz, wie oft schauen Sie eigentlich Schweizer Fernsehen? Ich schaue wenig Fernsehen, ich gebe es zu, weil ich einfach viel unterwegs bin und im Büro bin und dann keine Zeit habe. Aber ich setze mich dafür ein, dass jeder, der Fernsehen machen will, in dem Land das auch kann. Aber können Sie da überhaupt mitreden bei einer Diskussion über die SRG? Ich kann schon mitreden, ja, ja, ich weiss schon, was ausgestrahlt wird. Und gibt es Sendungen, wo Sie sagen, auch wenn ich wenig schaue, auf die würde ich eigentlich nicht verzichten? Ja. Es hat da jeder seinen Geschmack, aber ich glaube, mitreden heisst ja politisch gesehen vor allem, dass man die Rahmenbedingungen schafft. Und was ich will als Politiker, das sind liberale, wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen, wo eine Konkurrenz stattfinden kann, weil ich glaube, dass gerade im Medienbereich Konkurrenz wichtig ist. Demokratie lebt ja letztlich vom Austausch von verschiedenen Meinungen. Es ist gedruckt, aber wir kommen drauf. Es ist so, ich sage es immer wieder, es ist so. Und für das sind wir zuständig, wir sind nicht Programmgestalter und Redaktoren, das machen andere. Trotzdem, meine Frage war, gibt es Sendungen auch bei der SRG, wo Sie sagen, auf die will ich eigentlich nicht verzichten? In der Informationsbereich ist sicher wichtig und das ist sicher etwas, was die SRG wahrscheinlich besser kann wie private, weil sie auch viel mehr Geld haben natürlich. Faritz, wie häufig schauen Sie Sendungen vom Schweizer Fernsehen? Also mir geht es ein bisschen wie Herrn Rutz. Ich habe auch nicht so viel Zeit für Medien zu konsumieren, aber ich versuche schon. Also da sind wir auch die Informationssendungen gesehen. Mich interessieren auch Magazine, meine Rundschau. Und was ich natürlich sehr wichtig finde, für mich ist das Radio. Also zum Beispiel das Echo der Zeit. Das ist wirklich so eine Standardsendung. Ich kenne viele Leute, die das lückenlos seit 30 Jahren immer hören. Also weil das auch stark über die internationalen Zusammenhänge informiert. Also ich finde, es ist wirklich eine gute Mediensituation mit der SRG, auch mit den Privaten. Ich finde, der Medienplatz Schweiz ist im Moment noch gut zu weg, aber wir müssen schauen, dass es so in Zukunft kann sein kann, weil die Medien insgesamt sind absolut entscheidend für die Demokratie. Also ich glaube, es ist schon ziemlich klar geworden, wo die beiden Positionen liegen. Und jetzt haben wir Zeit, um die zu vertiefen. Ich würde eigentlich gerade die zentrale Frage versuchen, Ihnen zu stellen, Herr Stadler. Das ist eine schwierige Frage, ist mir schon klar. Wir haben ja jetzt gehört, also als ganz wichtig oder quasi als Kern von dem Service Public wird ganz klar die Information, der Journalismus angeschaut. Kann man denn das eigentlich einmal irgendwann ein bisschen genauer formulieren? Was würden Sie sagen, ist für ein Land, das so kompliziert aufgebaut ist wie die Schweiz, direkt demokratisch, die Leute können wissen, über was sie abstimmen. Was ist wirklich zwingend, dass ein SRG leistet? Ja, sicher, das ist die Information ein zentraler Punkt davon. Und was an Informationen? Ja, eigentlich sollte die SRG eigentlich das politische Geschehen abbilden. Sicher die zentralste Aufgabe, die sie hat. Und insofern macht sie auch im audiovisuellen Bereich das, was die Presse im gedruckten Bereich oder beziehungsweise jetzt im Internetbereich macht. Das ist der Kern. Also das ist der Kern. Aber da können wir ja sagen, dann braucht es die Unterhaltung an und für sich. Ja, im Prinzip kann man natürlich sagen, die SRG sollte so viel wie nötig machen und nicht mehr. Das ist so. Da kann man natürlich sagen, okay, dann langt eigentlich ein Kanal, also ein Kanal, wo einfach Informationen von morgen bis abends. Das kann man so anschauen. Man muss natürlich auch sagen, Information sollte auch immer ihr Publikum erreichen. Und dann kommt man natürlich sofort ein bisschen kompliziertere Situationen. Also natürlich dann, wenn man nur einen Informationskanal hat, wo nur Informationen laufen, dass dann natürlich auch die Macht und Teil sinken. Dass natürlich insofern auch die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Informationen, die man ja will,
schauen, dass es möglichst viele Leute erreichen, dann halt dann auch ein bisschen Tiefe machen und da haben. Also es braucht quasi auch eine gute Verpackung, etwas, was attraktiv ist und darum sagt man eigentlich. Gehört halt am Schluss auch ein Glanz und Gloria zum Beispiel. Ja gut, das ist jetzt weit gegriffen schon, aber es ist natürlich klar, die Verpackung spielt eine Rolle. Mit dem kämpfen wir ja in der Privatwirtschaft auch. Wie können wir das etwas aufbereiten, dass es die Leute auch nutzen? Also rein nur einfach das Gute darstellen, das nicht genutzt wird, bringt natürlich nichts. Das ist so. Ich will noch mal schnell zu den beiden Politikern, bevor ich zum Dominik Feusi komme. Was sagen Sie zu dem, Herr Rutz? Die Konzession von der SRG steht, und das ist ganz wichtig, dass sich die Akzeptanz von der SRG nicht im Mehrtanteil misst. Also die SRG ist eigentlich nicht in der Konkurrenz, sondern der Service Public ist eben das, auch per Konzession, was gemacht werden muss, wie es Private nicht können machen, nicht wollen machen oder wie es die SRG einfach per se kann besser machen. Und wenn man das zwingend erachtet, dass die Sachen gemacht werden und landesweit abgedeckt haben. Und das ist der grosse Kernpunkt der Diskussion. Die SRG, vor allem der Herr Röweg, versteht sich immer mehr so ein bisschen als Unternehmen, das in einer Konkurrenz steht, das mit Mehrtanteil hat, das bei der Unterhaltung dabei ist, beim Sport und so weiter. Ich sehe das ein bisschen anders, weil es wird finanziert durch öffentliche Mittel, durch Gebühren. Das heisst, man muss sich auf den Auftrag beschränken. Über den müssen wir diskutieren, was wollen wir, dass die SRG macht. Ich glaube auch, es braucht einen Auftrag. Aber dass die SRG einfach alles nachher noch kommerziell machen kann und das quer finanzieren durch Gebühren, das ist eine Wettbewerbsverzerrung. Das erschwert für Private letztlich das Bestehen im Markt oder überhaupt den Markteintritt. Und damit haben wir unter dem Strich weniger Vielfalt. Und ich bin eigentlich ein Freund von mehr Vielfalt. Das sehe ich gar nicht so. Also, wenn ich da auch noch heute Stellung nehmen kann, sehe ich gar nicht so. Ich finde, das SRG hält sich sehr klar an einen Leistungsauftrag und der beinhaltet, und das sehe ich da auch, wie der Herr Stadler gesagt hat, als Auftrag möglichst breit sein, alle Leute zu erreichen. Je nachdem, wer jetzt hier am Tisch hockt, würden die Leute sagen, wir schauen vor allem das SRG dann, wenn es ein Match gibt, das wir schauen wollen, und nicht noch extra ein Sonderabonnement lösen bei einem privaten Sender, der mit Pay-TV mit Füllen zahlen lassen, den Fußballclub anschauen. Also es ist die Vielfalt, es ist Kultur, es ist Information. Und ich glaube auch, damit das Service Public seine Aufgabe wahrnehmen kann, muss er eine gewisse Reichweite haben. Also Relevanz hängt auch mit Reichweite zusammen. Wir haben riesige Konkurrenz in Deutschland, aber in Frankreich. Darf ich das vertiefen? Also sagen Sie quasi, weil jetzt jemand an Informationen interessiert ist an der Tagesschau, muss man ihn mit Sport und Unterhaltung ein bisschen dazu bringen? Alle Leute entscheiden, was sie schauen wollen. Also das ist völlig ihre Geschichte. Aber es gibt Unterhaltung oder zum Beispiel Kultur ist ein wichtiger Auftrag auch vom Service Public. Auch Kultur, die in der Schweiz produziert wird. Also wenn man zum Beispiel vergleicht die privaten Radio-Fernsehsender und die öffentliche SRG, ist ja ein Verein, dann sieht man, dass die viel stärker auch wirklich Kultur aus der Schweiz bringen und die anderen halt die kommerziellen Geschichten, die in den USA produziert werden. Also es sind unterschiedliche Aufträge. Es ist unterscheidbar. Und einfach noch also gut, man ist das nicht unterscheidbar. Also die These von Herrn Döweg ist ja, dass man auch morgen um 1 muss einen Horrorfilm bringen muss, damit die Zuschauer, die Horrorfilme gerne haben, das schauen und dann am nächsten Tag um 7:30 die Tagesschau schauen, damit sie etwas von Demokratie mitbekommen. Und diese These, er sagt, man muss das ganze Vollprogramm bringen. Man muss auch das machen, was die Privaten machen, damit man die Leute auf den Sender holt. Und das ist einfach spätestens, seit es Fernbedienung gibt, ist man ein Klick davon entfernt, dass man weg ist. Und die These, die finde ich, die ist einfach von vorgestern. Heute, wo man zeitversetzt schaut, wo man jederzeit alles haben kann, ist das nicht mehr so, dass ich Leute auf den Sender holen muss. Die Verpackung ist wichtig, aber in dieser Absolutheit, dass man einfach alles macht, was Private machen, damit man Leute holt, die These stimmt doch nicht. Also der Weg ist jetzt nicht da, wir reden über jemanden und über eine These, ja, die ich so nicht teile. Also ich finde, es hat einen klaren Auftrag. Aber da gibt es in dem Fall auch Grenzen, oder, wo man soll machen. Politisch ist definiert worden. Und dort heisst es auch Unterhaltung, auch Kultur, auch Sport. Und das finde ich wichtig, es muss ein Mix sein. Und es ist vor allem der ganz grosse Auftrag, dass das SRG jetzt, aber auch die privaten elektronischen Medien, die einen öffentlichen Leistungsauftrag auch haben, dass sie dort zum Beispiel die Meinungsvielfalt abbilden, dass sie die verschiedenen Teile von der Schweiz miteinander verbinden. Wir sind ein Land mit 4 Sprachen, mit 4 Sprachregionen. Aber und das ist eine enorme Herausforderung, dass man das zusammenbringt. Und da haben die Medien eine wichtige Rolle. Machen wir es doch ein bisschen konkreter. Aber wo würden Sie denn konkret sagen, macht die SRG Sachen, die man eigentlich auch den Privaten überlassen könnte, ohne dass an dem Service Public etwas verloren geht?
Also ich bin dort mit der Regularität einverstanden, wenn sie sagt, Kultur, schweizerische Kultur, das muss ein Teil sein von dem SRG-Programm. Ich glaube, das ist unbestritten. Ich bin auch einverstanden, dass wir schauen, dass in der rätoromanischen Schweiz, in der italienischen Schweiz Sachen können stattfinden können, die durch den Markt schlicht nicht finanzierbar sind, oder? Weil der Markt einfach zu klein ist, das müssen wir schon sehen. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich gerade in diesen Service-Public-Berichten und in diesen Zusatzberichten, die wir verlangt haben in der Kommission, gesehen, dass der Anteil von amerikanischen Filmen und Serien in den SRG-Programmen exorbitant ist. Es ist uns zuerst eine Statistik vorgelegt worden über Primetime, also am Abend. Der war dann hinter kleiner gewesen, und andere Sender wie 3plus und so sind grösser gewesen. Wir haben dann gesagt, wir möchten gerne den ganzen Tag. Und dann war der Balken dann von SRF 2 riesig gewesen. Also ein grosser Anteil zum Beispiel von amerikanischen oder von ausländischen Serien. Ja, das ist etwas, was der Bundesrat gesagt hat, wie die Unterscheidbarkeit zwischen dem Service-Public-Programm und der Privaten ist eben zu wenig gegeben heute. Und das ist das Problem, das ich kritisiere und das aus meiner Sicht auch wird, müssen dazu führen, dass gewisse Sender nachher nicht mehr betrieben werden. Weil das Programm, das man muss machen, das man auch machen soll, bin ich völlig einverstanden, das kann man wahrscheinlich auf weniger Kanäle machen und den Rest soll man den Privaten übernehmen. Wie gehen Rainer Stadler gehören dazu? Ja, das ist so ein Hang. Natürlich hat sich natürlich die SRG selber auch so eine Falle gestellt eigentlich mit der SRF 2. Mhm. Natürlich machen die anderen, die Westschweizer und Tessiner, eigentlich anders. Die haben natürlich eigentlich für die SRF 2 ein Jugendprogramm oder ein jugendliches Programm aufbauen. Und das ist ein Teil davon, das ist auch, die Fernsehserie. Und das macht sich natürlich schlecht, das ist klar. Das ist natürlich schwer begründbar unter heutigen Marktbedingungen. Und deswegen gesagt, woraus sie sagen ja viele auch Minderheitenserien machen. Das stimmt teilweise, aber der Anteil der amerikanischen Serien ist da. Und da kann man sagen, ja, wieso läuft das im SRG-Programm? Man kann natürlich dort eigentlich auch Informationssendungen wiederholen, wo man die Leute vorher nicht erreicht hat. Klar, wahrscheinlich wird dann halt der Marktanteil sinken. Da müssen wir natürlich dann auch akzeptieren, dass man sagt, okay, die SRG macht bietet vor allem Informationen, aber man kann akzeptieren, wenn sie halt gewisse Macht und Teil verliert und dann nicht darüber lässt, die Versager, oder? Also man kann sicher auch Sachen noch besser machen. Das finde ich auch wichtig. Also ich wollte ja auch nicht die SRG, wie sie heute ist, unter Heimatschutz stellen. Also okay, dann würde sie ganz schnell sie muss sich zu verändern. Dem Punkt Stellung nehmen. Amerikanische Serien, ich sage jetzt mal als grüne Politikerin, habe ich das Gefühl, dass ihnen die jetzt vor der Schlecke, oder? Also das ist nicht, für mich ist auch nicht die Frage, woher sie kommen, sondern ob sie gut sind, was sie für eine Qualität haben. Also das finde ich so, man kann jetzt einfach Schreckensgespenst aufbauen, weil alles aus den USA kommt, ist schlecht. Aber was ich finde, ich möchte gerne, dass das SRG mehr Eigenproduktionen macht. Und das ist ja dann wieder der Grund, warum das nicht aufgeht mit dem Kürzen der Gelder. Also eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen ist ja der Bestatter zum Beispiel. Das ist ein unglaublicher grosser Teil jetzt im Budget, wo dort hineinfließt. Finde ich eine super Geschichte. Aber wenn man mehr Serien machen will... bestritten, würde ich jetzt sogar sagen, in dieser Runde, oder? Ja, wenn man so nicht mehr etwas, Eigenproduktionen sondern, kann machen. Sind, sondern die ausländischen Serien sind was bringt man denn gewisse, rund um gewisse Kanäle, sagen wir Radio Virus, ist ja eine Diskussion mit diesen Spatenkanälen. Das ist aber keine Serie. Nein, das ist keine Serie. Ich sage jetzt einfach mal, wenn man das Angebot nimmt und darüber diskutiert, SRF 2? Was gehört nicht mehr zum Kern? Was gehört nicht mehr zum Kern? Es lässt niemand vom. Oder eine amerikanische Serie. Interessante Frage. Ich aus zwei Gründen eigentlich nicht im SRF-Programm. Das ist fast ein bisschen untergegangen. Wenn man durcheinander etwas, haben Sie gesagt? Ja, ich finde einfach, also es gibt schon auch den Marktanteil, wo es dann wirklich absurd wird. Oder? Also SRF 2 Kultur. Also das Radio. Das Radio, ja. Jawohl. Wird nie im Tagesverlauf von mehr als 45'000 Personen gleichzeitig angestellt. Und das sind 0,5% der Menschen in diesem Land. Und dann frage ich mich, wo ist denn der Beitrag für die Demokratie, wenn man ein Angebot hat, das niemand nutzt? Für mich einfach nicht da. Ich glaube, der Marktanteil ist etwas höher. Ja, also, wenn man es im Tagesverlauf aufrechnet. Aber Entschuldigung, einfach du sagst. Genau in dieser Diskussion. Es schaut niemand, es lässt niemand das Radio. Und es ist dann auch noch, es ist mir also auch überhaupt nichts mit Medienvielfalt zu tun. Es ist sehr einseitig. Es kommt niemand zu Wort,
der nicht mindestens eine Mitte-Meinung hat. Es ist, ich habe die letzten Sendungen im Kontext durchgeschaut. Es ist, sind alles nur linksgrüne Themen im April. Das ist ja dann nochmal eine andere Diskussion. Oder vielleicht können wir auf die auch noch. Ja, dann frage ich mich, wo ist der Beitrag zur Demokratie, wenn das Angebot niemand schaut? Lost. Sie haben gesagt, das ist aber gefährlich. Wenn man so ich bin wirklich dezidiert darauf, was ich gemerkt habe, Teile sind nicht relevant in dieser Diskussion. Es geht um Fragen für mich, was muss die SRG machen, was soll sie machen, was muss sichergestellt werden, weil das ist öffentlich finanziert. Und was soll sie nicht machen? Wenn es um kulturelle Sachen geht, Fête de Vigneron und Chalanda Mars, Zürcher Sechseleute, Basler Fasnacht, so Sachen, das ist unbedingt wichtig, dass die SRG das abbildet und dass man das auch ein bisschen austauscht unter den Sprachregionen, das finde ich wichtig. Aber amerikanische Serien, um das Beispiel noch mal zu nehmen, das will ich aus zwei Gründen nicht. Erstens mal bin ich doch nicht bereit, als Gebührenzahler der SRG Gebühren zu zahlen, damit die etwas ausstrahlen, das ich auf einem anderen Kanal, wo das privat finanziert, gratis auch haben kann. Das ist doch absurd, wenn es es ja schon gibt. Das sind alles Doppelspurigkeiten. Und zweitens ist es ökonomisch gesehen einfach so, wenn jemand anfangen will, Fernsehen zu machen, dann muss er ja am Anfang mal etwas machen, was er sich leisten kann. Und er kann sich am ehesten leisten, Serien und Filme einzukaufen und so mal eine gewisse Reichweite zu generieren, wo er nachher Werbung bekommen kann. Und so kann man sich langsam dann in den redaktionellen Bereich hineinschaffen, der teurer ist. Das ist ja zum Beispiel ein Modell, das echt gut funktioniert bei dem Privatsender 3+, 4+, genau. 5+. Genau. Und wenn eben Tesla das auch macht, ob das jetzt wahnsinnig viel kostet oder ob es weniger kostet als der Bestatter, das ist völlig irrelevant. Es ist nicht der Auftrag, es trägt nichts zur schweizerischen Kultur und Politik bei, aber es verhindert für Private, dass sie im Markt eintreten. Und das ist schade. Aber da muss ich schon etwas sagen. Man muss mal schauen, was die privaten Fernsehsender jetzt über die ganzen 24 Stunden senden. Das ist zum Beispiel die 3+. Das ist über die Hälfte ist Werbung oder ist Verkaufs-TV. Es geht ganz einen anderen Auftrag. Sie macht 24 Stunden, wo sie eben nicht nur mit Werbung und Verkaufen fördern, mit Onlinehandel sozusagen. Darum ist es eigentlich ein tipptoppe Arbeitsteil. Das ist andere und was man einfach muss aufpassen muss, es gibt natürlich immer mehr jetzt auch Kultursendungen oder Filme oder auch Serien, die halt im zahlten Pay-TV-Markt laufen oder Sport. Also das ist eigentlich das ist ja die versteckte Agenda auch ein bisschen hinter eurer Diskussion. Und dass es Sender gibt, die immer mehr von diesen Angeboten verkaufen. Und dann reden wir über ganz andere Preise. Denn für 400 Franken Haushaltsgebühr, das wird ja jetzt eingeführt in zwei Jahren, hat man ein Gesamtprogramm von Information, Sport, Unterhaltung, Filmen usw. So aber wenn man nachher in Italien ist und nur ein Sportabonnement löst für den Club, den man gerne hat, dann zahlt man gleich viel allein für das. Es gibt Abonnement für Filme, es gibt Abonnement für Mixen, die nachher teurer sind als das, was man SRG anbietet. Und das muss man schon den Leuten ganz klar sagen. Wenn sie wollen das privatisieren wollen, werden sie mehr Werbung haben. Sie werden ihre Daten verkaufen, mit denen wird nachher Handel betrieben oder sie zahlen. Aber sie können das kaufen, was sie wollen. Das ist bedarfsgerecht einkaufen, was sie brauchen. Das ist nichts Besseres als das. Es muss niemand zwingen. Gut, ich meine, grundsätzlich wäre es super. Also einfach ein Markt, wo einfach frei von staatlichen Vorgaben jeder kann sich bewegen und sich kann finanzieren. Und die Leute haben dann daraus ein vielfältiges Angebot. Wir sehen ja auch, dass es in dieser kleinen Schweiz da gewisse Probleme gibt. Aber ich finde, man muss jetzt auch nicht immer über die Serie reden. Es ist ein Problem, aber es ist nicht das ganze Problem. Und ich finde die Frage eigentlich interessant. Was Dominik, auch noch interessant, was Dominik Feuss jetzt gerade noch angeschnitten hat, wegen DRS2. Der Vorwurf, die haben zu wenig Marktanteil, also einstreichen, und sie sagen, das spielt gar keine Rolle. Das finde ich eine zentrale Frage. Und was muss eigentlich dort zum Beispiel ein SRG anbieten? Muss ich das kulturelle Geschehen abbilden in der Schweiz? Also Theater in Grenken, Opernaufführung in Neuchâtel und so weiter. Wie ich sehe, ja, zum Beispiel in der Presse, oder, geht man eigentlich weg von dem Sparten Kulturberichterstattung. Wie man sieht, dass man dort natürlich nur also einen kleinen Marktanteil erreicht und darum tut man so ein bisschen die globaleren Kulturthemen stellen. Und da könnte man sagen, es wäre genau die Aufgabe der SRG, dass sie noch das noch wahrnimmt, was die Presse weniger macht. Aber genau das aber macht das sie auch nicht. Sie macht es weder auf SRF 2 Kultur. Wenn Sie vergleichen, bei den Hauptnachrichten im österreichischen Rundfunk kommt immer eingebettet in der Regel ein Kulturbeitrag, irgendeine Uraufführung dort oder dort. Genau das macht SRG ja nicht. Sie hat das alles auf den Spartenkanal
abdelegiert und tut es dort auch noch mit ideologischen Vorurteilen durchbehandeln. Also das ist dann nicht der Service au public, den man dann könnte machen, wo ich noch unter Umständen wirklich könnte sagen, das ist sinnvoll, um das zu zeigen, was Kulturleistung in diesem Land ist. Aber jetzt haben wir zwei Diskussionen. Also, wir haben jetzt, ja, also ich versuche noch mal zu formulieren, wenn man jetzt gesagt, okay, No-Beilage ist quasi zu viel. Wir müssen nicht dieser SRG alle Gebühren streichen, sondern, und das ist ihre Position, man sagt, es gibt eigentlich einiges, was die Privaten genauso gut machen können. Und es gibt aber einen Kernauftrag und der umfasst halt auch ein bisschen Kultur, die jetzt sehr für Minderheiten interessant ist und nur 45'000 Leute maximal interessiert. Aber ich würde jetzt sagen, dass also Information, Kultur, Bildung, das ist irgendwie, das wär dabei. Oder? Hingegen, die Diskussion ist ja, was macht sie alles im Web? Was macht sie auf diesen Radiosendern? Swiss Pop, Swiss Classic, Radio Virus und so weiter. Gibt es dort Sachen, wo man sagt, die kann man eigentlich genauso gut den Privaten überlassen? Ja, in gewisser Hinsicht kann man das sicher sagen. Also zum Beispiel bei der Musikwelle ist klar, das ist so. Da hat man in den 90er Jahren, wo es eine Idee gab für das Radio Eviva, hat das pusht einen Kanal für Leute, die gerne Volksmusik haben, wo ja früher natürlich auch sehr stark auf dem SRF 1 gelaufen ist. Ja. Das könnte man sicher im Markt finden für Leute. Und das ist jetzt aber genau, wenn ich schaue, wie es diskutiert wird, etwas, wo die Leute also ums Verrecken, Entschuldigung für den Ausdruck, eigentlich gerne wettet. Gerade so einen Kanal wie Musik. Ja, das ist natürlich auch interessant. Man sieht natürlich jetzt auch, wie das Lobbying anfängt. Natürlich ja. Es ist eine interessante Frage. Ich meine, jetzt kommen die Volksmusikfreunde und natürlich den Vorteil haben, dass die SRG gewisse Vorgaben muss einhalten im Anteil an Schweizer Produktionen. Das gibt wieder Visa-Gebühren bzw. Rechte-Gebühren. Sie können sich natürlich insofern auch ein bisschen finanzieren. Insofern trägt natürlich die SRG auch zu dem Kulturschaffen bei, indem sie das einfach ausstrahlt oder sendet. Mhm. Und jetzt muss man natürlich fragen, ja, ist jetzt das eine Kernaufgabe der SRG, auch das zu leisten oder eben nicht? Also ich habe den Antrag unterstützt, dass man das wirklich mal überprüft. Weil, wenn man Geschichte anschaut, ist sehr ein gutes Beispiel, oder? In Musikwelle, Radio Eviva hat es 4 Jahre vorher schon gegeben. Also das ist eine klassische Reaktion von der SRG auf ein privates Angebot, wie sie haben wollen, da in Konkurrenz treten. Aus meiner Sicht völlig unnötig, weil es hat es ja schon gegeben, private Programme sind mehr oder weniger identisch. Der Anteil von Schweizer Musik liegt, glaube ich, irgendwo bei 40% und der Rest ist noch Schlager etc. Das sind Programme, die sehr beliebt sind, das ist so. Es ist jetzt, glaube ich, jeder parlamentarischen Gruppe schier traktandiert, dass man da auch noch darüber redet. Aber das ist jetzt klassisch etwas, das man eigentlich nicht bräuchte. Ich bin total auf der Seite der Volksmusikfreunde, aber ich bin auch auf der Seite des Radio Eviva, wo das könnte. Und das Gemeine ist eben, dass die Musikwelle die SRG-Nachrichten ausstrahlt, die gebührenfinanziert sind und die sehr gut sind. Und durch das generieren die natürlich viel mehr Hörer, weil viele Leute sagen, ich höre die Volksmusik lieber, wenn noch gerade Nachrichten mitgeliefert werden. Und das ist wieder das Ungleichgewicht und die Marktverzerrung, die wir haben. Aber, und das finde ich irgendwo durch einfach nicht fair. Das stimmt, aber vielleicht mal ganz kurz, Gregor Rutz. Wir müssen das ja anschauen von den Bürgerinnen und Bürgern, wenn das für sie stimmt. Wieso soll man es ändern? Das verstehe ich nicht. Und vielleicht noch mal, um was geht es in dieser ganzen Geschichte? No Beilage, das ist eine Initiative, die sämtliche Gebühren für alle Service Public Medien abschaffen. Und das ist nicht nur die SRG, die ein privater Verein ist, sondern es sind unterdessen 36 lokale Sender, die lokale Nachrichten bringen, die lokales Fernsehen machen. Die das brauchen, damit sie ein gutes lokales Programm machen können, das sehr beliebt ist bei den Leuten. Jetzt kann man sagen, das ist für mich total ein Kahlschlag. Das ist eine Zerstörungsinitiative, die 5'000 bis 6'000 Medienarbeitsplätze wird zum Verschwinden bringen, die vor allem ins Ausland abwandern. Aber da gibt es natürlich, können wir vielleicht noch drauf. Da gibt es auch andere Betrachtungsweisen. Ich habe nicht unterschrieben, dass wir uns das Gleiche dass die Leute wissen, um was es in dieser No-Billag-Initiative geht. Und jetzt ist die Frage, auch eine Frage, die Gregor Rutz stellt, auch im Parlament, kann man dann um 500, 300 Millionen runter für das SRG? Man muss einfach mal noch das Verhältnis schauen. Wir sind ein viersprachiges Land. Allein, also zum Beispiel Österreich ist ein sehr gut vergleichbares Land mit der Schweiz, von der Größe her, von der Demokratieform her,
föderalistisch, eine Art Kanton. Aber die haben jetzt für das Gesamtprogramm von ihrem öffentlichen Rundfunk sozusagen, haben die ein Drittel mehr Geld zur Verfügung als jetzt zum Beispiel die SRG in der Deutschschweiz. Weil man muss also Sie sagen das quasi, Geld wir sind durch unsere spezielle Sprachen. Struktur braucht genau. Man einfach die Grösse, die die SRG genau. Hat und das Geld. Weil es gibt ja jetzt quasi den Auftrag aus Ihrer Kommission, dass man sagt, jetzt schauen wir doch einmal, wie viel das die SRG mit 1 Milliarde machen könnte, statt mit 1,3 Milliarden oder vielleicht noch ein bisschen radikaler mit nur 750 Millionen. Ich habe die No-Billag-Initiative nicht unterschrieben, weil ich sie genauso extrem finde wie die Position von Herrn Döweck, der keinen Rappen einsparen will. Ich bemühe mich seit Monaten im Rahmen von dieser Service-Public-Diskussion und jetzt auch der Diskussion um die No-Billag-Initiative für einen Mittelweg, dass man sagt, man tut das nochmal genau anschauen, was ist wirklich nötig als Service-Public und wo kann man den Privaten, weil es einfach heute viel mehr Private gibt als vor 40 Jahren, wo kann man denen die freien Räume geben, die sie gerne wollen. Es scheint nicht möglich zu sein. Ich bin froh, dass jetzt die Kommissionsmehrheit gesagt hat, wenn der Herr Döweck das uns nicht zeigen kann, obwohl er immer erzählt, wie er da unternehmerisch unterwegs ist. Aber offenbar hat er gar kein Szenario für verschiedene Varianten durchgedacht. Jetzt muss das halt die Verwaltung machen. Aber ich glaube, das müssen wir einfach haben, um seriös entscheiden. Und ich hoffe nach wie vor, dass die Mehrheit am Schluss im Parlament zum vernünftigen Entscheid kommt, dass man irgendeinen Mittelweg finden will und dass man weder die Extremposition von Herrn Döweck kann unterstützen kann, keinen Rappen einsparen und alles noch grösser, dann geht alles zusammenstreichen. Aber wenn es dann wirklich zum Entscheid kommt, entweder alles verstaatlichen oder alles privat, muss ich dann sagen, dann ist mir dann also alles privat immer noch lieber. Also im Extremfall? Im Extremfall, ja. Aber ich hoffe, okay. Es kommt nicht so weit. Oder ich finde es interessant, die No-Billag-Initiative, die zeigt ein bisschen, wie die SRG funktioniert. Also normalerweise, gerade wenn von linksgrüner Seite irgendeine Initiative kommt, relativ eine extreme Initiative, dann tut die betroffene Branche oder die betroffenen Kreise sitzen an einem Tisch und sagen, ja, wir haben verstanden, 100'000 Leute wollen etwas anderes, man tut vielleicht Fehler einraum, man tut vielleicht Sachen machen und so. Und die SRG macht genau das Gegenteil von dem, was eigentlich die schweizerische politische Kultur ist. Sie stellt sich auf den Standpunkt, wir diskutieren nicht. Alles, was die SRG anders machen sollte, ist eine Zerstörung von dem Land. Jeder Gegner wird diffamiert. Die Initianten werden als eine Horde von verrückten Typen diffamiert. Oder? Statt dass man sie ein bisschen wenigstens ernst nimmt und einfach ein bisschen diskutiert darüber, was ist wirklich sinnvoll, wo könnte man etwas weniger machen, wo dürfen wir die Privaten verdrängen. Darum ist ja die Idee mit einem Gegenvorschlag zu dieser quasi zu radikalen Variante No-Billag, aber da wird ja Ihre Seite überhaupt nichts davon wissen. Insofern ist das nicht ganz unbegründet. Weder einen indirekten noch einen direkten Gegenvorschlag sind Sie bereit. Also wir haben schon viele Initiativen gemacht, wo es keinen Gegenvorschlag dazu gab. Also wenn wir das vielleicht mal aus dieser politischen Polarisierung rausnehmen. Nein, also die No-Billag-Initiative ist wirklich extrem radikal. Und nachdem haben sie ja angehört. Selbstverständlich haben wir die Initianten angehört, auch in der Kommission, wo wir beide drin sind. Und es war interessant. Nachher beim KFÜ haben wir sogar viele SVP-Mitglieder gesagt, das ist so radikal, das werden sie niemals unterstützen. Also das ist mal wie die eine Geschichte. Ein Gegenvorschlag. Wir haben es ja jetzt gehört von Herrn Rutz, was er sich vorstellt, zwei Drittel vielleicht nur noch oder sogar noch weniger, die Hälfte. Also radikale Kürzung. Ich habe ein anderes Modell. Ich finde, man sollte auf dieser Höhe, wie es heute ist, die Kosten lassen, also quasi wie ein Kostendach. Aber der SRG auch sagen, in diesem Rahmen soll sie sich weiter modernisieren. Ich finde, es ist nicht unter Heimatschutz. Man kann es besser machen. Man kann mehr Eigenproduktionen machen. Man kann mehr Informationen machen. Und was man aber gleichzeitig sollte, ist den Privaten mehr Möglichkeiten geben. Also wenn jetzt zum Beispiel aber darf ich schnell, also nur zum Festhalten, das ist jetzt sehr elegant formuliert und so, aber im Grunde genommen können Sie bestätigen, was Ihre Gegner in dem Sinn sagen. Also Gegenvorschlag bringt halten und bewahren auf dem Niveau und nicht irgendwie jetzt, weil da eine extreme Forderung in meiner Beilage im Raum steht, sagen, okay, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen entgegenkommen. Im Rahmen des Kostendach modernisieren. Und gleichzeitig ist zum Beispiel ein Anliegen von mir, ich möchte gerne, dass die SRG weniger Werbung hat. Ich denke, es wäre gut, wenn wir Werbung abbauen können. Das wäre wieder eine Chance für die Privaten, dass sie mehr Werbung machen können. Also wir müssen Lösungen finden von Partnerschaft, von Zusammenarbeit. Abbau von Werbung, Chancen für die Privaten. Oder, was ich auch sehe, einen höheren Gebührenanteil, den die SRG an die privaten Fernseh- und Radiostationen weitergeht, damit sich die mehr entwickeln können. Weil denen geht es zum Teil sehr schlecht, obwohl sie sich auch sehr anstrengen. Es hat sehr gute Journalistinnen und Journalisten,
Journalisten auch in diesen Bereichen. Also ich finde, wir sollten eigentlich mehr Partnerschaft, mehr Fairness, aber das geht nicht, wenn wir da wirklich den Deckel runterdrücken, weil für ein viersprachiges Land zu produzieren, ist halt schon etwas anderes als in Deutschland für 80 Millionen Menschen. Aber gehört zu Fairness auch zu mehr Fairness, dass das SRG zum Beispiel weniger die Privaten konkurrenziert, Stichwort im Internet, wo es genug Informationswebsites gibt und wo das SRG letztlich nichts müsste machen, außer als Kanal ihre Inhalte zur Verfügung stellen? Das finde ich zum Beispiel für ein Werbeverbot im Internet für die SRG, ganz klar. Und ich finde auch, es braucht einen gewissen Rahmen, wo sie nicht, also sie sollen nicht eine Zeitung im Internet machen. Mhm. Alles, was im Internet von der SRG ist, sollte auf ihren Sender laufen. Das kann man heute mehrfach verwerten. Mhm. Wenn man fürs Radio recherchiert, fürs Echo der Zeit, eben, dann kann man auch im Internet etwas dazu bringen. Ich finde, da braucht es Grenzen, durchaus. Mhm. In der Bundesverfassung haben wir ja eine klare Partnerschaft festgelegt, vom Service Public und von den Privaten. Das verändert sich heute, weil sich die ganze Technik verändert, Digitalisierung. Und ich finde, wir brauchen eine neue Partnerschaft jetzt in der Digitalisierung. Mhm. Und das könnte das Mediengesetz sein. Aber dann müssen wir zuerst wissen, was sich der Bundesrat dort vorstellt. Gut. Was der SRG im Internet macht, ist nochmal ein anderer Aspekt quasi. Ich könnte mir auch anschauen, aber ich möchte nochmal beim Grundsätzlichen bleiben, Herr Stadler. Ja, es ist ein kompliziertes Thema, also grundsätzlich. Und man muss auch ein bisschen zwei Aspekte unterscheiden. Also es gibt ein bisschen die Seite vom Konsument und die Seite von der privaten Medienwirtschaft. Aus der Seite des Konsumenten ist klar, ich meine, er wird gezwungen, die Gebühren zu zahlen. Da muss man natürlich auch klar schauen, dass der Konsument nicht unnötig belastet wird. Und der SRG hat einen öffentlichen Auftrag, sie muss die Mittel effizient einsetzen. Das ist der eine Teil, über den wird auch gar nicht so viel diskutiert. Meistens ist die Diskussion immer quasi in Bezug auf Wettbewerbsverzerrung. Und da hat es ja schon die Forderung gegeben, dass man die dritten Radiosender einstellen soll, damit dass dann die Privaten davon profitieren würden. Aber ich sage jetzt mal schnell ein bisschen provokativ, wenn ich zum Teil die RS3 höre, dann muss ich sagen, wo ist der Unterschied zu Radio 24 Energy und zu all diesen Regionalsendern? Ja, da gibt es bei gewissen Programmprofilen, gibt's da klar, wird sehr schwammig, was ist jetzt eigentlich noch Servicepublik und was ist privat. Das ist so. Aber ich will nur sagen, es gibt einfach einen Aspekt. Ich glaube, dort bin ich einfach ein bisschen skeptisch. Man kann sagen, die SRG ist zu gross, die Konsumenten müssen zu viel zahlen, darum muss man das reduzieren. Aus Sicht der Privatwirtschaft bin ich skeptisch, wie gross einfach der Nutzen wäre, wenn man die SRG abbaut, ob sie dann davon profitieren kann. Also sagen wir jetzt mal grosser Modell, das ist also ein bisschen das Handgelenk mal Pi. Sagen wir, man nimmt der SRG 500 Millionen weg. Da habe ich einfach das Gefühl, dass etwa 300 Millionen werden diffundieren, also einfach gar nicht mehr im Medienmarkt stattfinden. Also gar nicht einen positiven Effekt haben für den Privaten. Wenn man zum Beispiel jetzt die dritte Radioprogramme abschaffen, wäre es wahrscheinlich so, dass viele Leute einfach gar nicht mehr, also nicht zu den Privatradios gingen, sondern die würden die einfach andere Angebote nutzen. Also die Privatlokalradios würden wahrscheinlich nicht profitieren. Es könnte natürlich es wäre sicher ein interessantes Experiment. Es könnte ein nationaler, sagen wir, ein sprachregionaler Radiomarkt entstehen, wo natürlich dann auch die privaten Lokalsender das Problem überkommen. Und dann stellt sich dann auch das Problem von der Medienkonzentration, wo man auch nicht unterschätzen darf, wo auch passiert. Wenn man aber gerade die Presse anschaut, ich meine, es ist gigantisch, oder, wie stark die Medienkonzentration ist. Sagen nur einfach, es ist ja kurzer Sinn, es ist relativ kompliziert, wenn man anfängt, eingreifen. Vieles weiß man natürlich nicht, oder? Genau, wenn man jetzt einen Entscheid trifft. Und das stimmt natürlich schon. Die Situation hat sich schon dahingehend verändert, dass die Privaten nicht unternehmerischer geworden sind. Und darum stellt sich die Frage berechtigterweise, ob dann wirklich alles, was man bei der SRG abbaut, automatisch durch Private aufgenommen wird. Wie meinen Sie das, dass die Privaten nicht unternehmerischer geworden sind? Ich bin da vielleicht halt ein bisschen stur, ordnungspolitisch, aber wir haben natürlich einen riesigen Sündenfall gemacht mit dem Gebührensplitting. Also Gebührensplitting heisst, dass ein Teil von der SRG-Gebühren zu den privaten Fernsehstationen und die Privaten, wie das Regular jetzt völlig richtig sagt, existenziell auf die angewiesen sind. Darum können wir daran auch nicht rütteln. Und das führt aber so weit, dass natürlich einzelne Radiosender 70-80% von ihren Einnahmen über Gebühren generieren. Und das ist auch erlaubt per Radio- und Fernsehverordnung. Und da muss ich dann schon sagen, wenn ich mit meinem Unternehmen 80% Einnahmen über die öffentliche Hand hätte, würde ich mich also nicht mehr wahnsinnig unabhängig fühlen. Aber das
betrifft vor allem so die Land- und Bergradios. Ja, also so Privatradio macht, der funktioniert gar nicht so schlecht. Nein, es ist mehr so im Lokalfernsehen. Es gibt oder, Radio immer spielt. Mehr, wo das, und das ist auch gesetzlich gestattet, oder? Ja. Dass die so viel dürfen, sich refinanzieren über öffentliche Gelder. Und da muss ich schon sagen, als liberaler Bürger habe ich gerne unabhängige Medien. Und das Medium, das sich zu 80% über öffentliche Gelder finanziert, ist für mich per se schon mal ein bisschen die Frage, ob das unabhängig ist. Aber es gibt ja eben auch ganz neue Bereiche. Im Radio zum Beispiel ist ja heute viel günstiger geworden. Man kann über Internet, hat man letztens einen Bekannten vorgestellt, irgendwie, es gibt jetzt das Radio Volare, das sendet den ganzen Tag einfach italienische Musik, ist total der Plausch, wenn man das gerne hat. Das ist etwas, was privat finanziert ist, was man mit recht wenig Kapital kann machen kann. Und das ist lässig, oder? Und das ist halt auch die neue Zeit. Und dort wehre ich mich dann gegen das Mediengesetz, oder? Und das ist ja die Absurdität des Jahres. Der Bundesrat kommt und sagt, wir müssen das Mediengesetz haben, weil wir regeln nur Radio und Fernsehen, und Internet ist gar nicht geregelt. Wie wenn es dort noch irgendetwas gibt, das man müsste regeln müsste. Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Oder? Und jetzt arbeiten die an einem Gesetz, können uns aber nicht sagen, was denn da drin steht, sondern sagen, sie müssen jetzt einmal anfangen zu arbeiten, damit sie dann merken, was man dort drin festschreiben will. Und ich meine, das zeigt ja wirklich auf absurdeste Art und Weise, wie die Gesetzesmaschinerie in diesem Land läuft. Man fängt an Gesetze zu arbeiten, ohne dass man einen Auftrag hat, ohne dass man weiss, auf was es dann rausläuft. Man nimmt jetzt mal ein paar Leute zusammen, um Ideen zusammen zu bekommen, was man dort reinschreiben will. Also da Aber gehen wir nicht zu fest auf das ein. Aber vielleicht schnell eine Reaktion dazu. Ja, weil das kommt ja dann noch in der Zukunft. Ja, ja. Aber das diskutieren wir jetzt. Aber ich möchte gerne beim Herrn Stadler anknüpfen. Was Sie völlig zu Recht haben gesagt, wenn wir jetzt bei der SAG würden kürzen, dann ist es überhaupt nicht so, dass das Geld, das da gekürzt würde, nachher im privaten Medienmarkt in der Schweiz würde. Das weiss man nicht. Und das ist ein Problem. Wir wissen, dass es eine mehrfache Veränderung vom gesamten Mediensystem gibt. Also auf der einen Seite ist Digitalisierung, aber es gibt immer mehr Globalisierung. Ja, immer mehr grosse globale Player, auch amerikanische, Facebook, Netflix, und Google. Die reden lieber ein bisschen Abschottung vom Land. Die gehen, das meint ihr, die gehen, die gehen immer stärker in den Medienmarkt rein. Und jetzt ist die Frage von Unabhängigkeit, wem gehören die? Und ich glaube, die hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Die Medienkonzentration, die es schon in der Schweiz gibt, die wird immer grösser. Also wir haben quasi drei grosse Verlage, die 80% jetzt im Printmedienmarkt 80% vom ganzen Markt haben. Es gibt immer wieder Fragen, ob zum Beispiel Christoph Blocher sozusagen, einer der grossen Verlage, will übernehmen. Er hat gehört, dass der Blick übernommen werden soll. So von einer Rechten, nicht von ihm vielleicht, aber von einem Strohmann. Ja. Aber also das muss man schon sehen. Wir brauchen eine Demokratie braucht ein vielfältiges Mediensystem. Mit Service Public Medien und mit privaten Medien. Das ist ja unabhängig sein, auch von Investoren, die politische Ideen damit verbinden. Aber die Vielfalt haben wir doch, wo jetzt ein bisschen im Printbereich verloren geht, das ist richtig, haben wir dafür im Online-Bereich. Das ist ja die Entwicklung, oder? Und das passiert automatisch im Online-Bereich, weil dort gibt es viel Private und das kann man kostengünstig anpreisen. Und was will man jetzt machen? Jetzt will man über das Mediengesetz, das ist eine von den Diskussionen um das mysteriöse Gesetz, diskutieren, was man im Internet regeln will. Und es ist doch so klar, auf was es am Schluss rausläuft oder wo die Forderungen werden herkommen. Man wird sagen, auch Internet muss Service Public Content haben, dann muss man das staatlich regeln, was will man? Man muss beurteilen, ist es gut und man muss es finanzieren. Dann haben wir dann genau den gleichen Salat nachher im Internet. Okay, aber ich will noch mal schnell den Punkt von der Frau Ritz aufnehmen. Das ist ja ein Teil von der Diskussion, dass Sie Angst haben, dass es quasi eine politische Macht gibt auch, jetzt in dem Fall von Seiten von ihren Gegnern, also SVP, Populisten, Rechtspopulisten, die nachher zu viel Einfluss haben, Beispiel Berlusconi in Italien oder Fox in Amerika. Und darum sagt sie, muss auch die SRG unbedingt so bleiben, wie sie ist. Wie gesagt, ich will keinen Denkmalschutz für die SRG. Ich finde, es braucht weiterhin ein Service Public Medien, wo für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, wo alle drei Monate über wichtige Fragen entscheiden, Nein, aber können wir auf den Punkt. Also das mit dem Walter Frey und dem Blick, das ist eine Ente gewesen, das ist klar, das stimmt nicht, dass die den Blick wollen übernehmen wollen. Oder nicht. Ja, genau. Aber genau das ist ein Beispiel, wo Sie quasi sagen, oder jetzt Sonntagszeitungsplan vom Herrn Blocher. Ja.
Das darf nicht passieren. Ja, wir sehen in anderen Ländern, Italien ist am nächsten von uns, dass dort Medien-Tycoons, die in der Politik sind, ganze Medienkanäle übernehmen, riesige Medienimperien aufbauen. Das können sie machen, das ist ein freier Markt. Aber ich finde, es braucht ganz klar ein Korrektiv dazu. Das eine ist der Service Public Medien. Und das andere ist, dass wir müssen Bedingungen schaffen, auch hier in der Schweiz, dass wir wirklich auch regional immer noch eine vielfältige Medienlandschaft haben. Und das ist noch interessant, was Herr Rutz vorhin hat gesagt hat. Es läuft ja alles privat, tipptopp. Wir haben in der Kommission sehr lange auch mit Vertretern aus ländlichen Kantonen darüber geredet. Es funktioniert vielleicht alles in Zürich. Also in den grossen Zentren. Nein, ich habe es genügend, Internet. Dort hat es genügend Potenzial, dort hat es genügend Leute, dort hat es genügend Werbung, die eine Vielfalt von Informationen auch finanziert. Aber das ist jetzt in den ländlichen Gebieten von der Schweiz schon viel schwieriger. Ja, aber da sind wir uns einig. Ich habe geredet dort über das Internet. Wir brauchen einen Medienrahmen, der hilft, dass wir Vielfalt, Information, Qualität und Unabhängigkeit gewährleisten können. Jetzt haben wir doch eine Einfalt, wo riesengroß ist, auch weg der SRG. Und es ist ja genau der kleine Verlag dort aussen im Nordwestecken von Basel, der für Medienvielfalt sorgt, gerade in der Bundeshausberichterstattung. Für das lege ich meine Hand ins Feuer. Und es sind eben nicht die, die Sie jetzt erwähnt haben, die Vielfalt und damit auch den Beitrag, die Versicherung zugunsten der Demokratie machen. Und Ihr Verschwörungsszenario, das ist derart absurd. Wenn man eine 1,3 Milliarden SRG hat und nebendran eine Basel-Zeitung mit 50'000 Abonnenten, wer ist denn wirklich gefährlich für den Einheitsbrei? Wer ist wirklich gefährlich? Ja, wer gut, macht Vielfalt? Also, gut, da gibt es natürlich einfach auch informelle Strömungen, halt, dass Journalisten manchmal dazu neigen, einfach in die gleiche Richtung zu rennen. Das ist ein Problem, das kann man nicht regulieren. Das würde wahrscheinlich auch unter total private Machtbedingungen könnte auch die Gefahr bestehen. Aber man muss noch wieder ein bisschen differenzieren. Jetzt sehen Sie natürlich den nationalen Markt. Ich würde sagen, auf dem nationalen Informationsmarkt oder sprachregionalen Informationsmarkt haben wir sehr viel Medienvielfalt. Ja. Schauen wir jetzt mal den Basler Markt. Da ist die Basler Zeitung eine dominante Position. Hat auch noch andere Akteure, Online-Reports, Regionaljournal SRG. Und ein paar andere. Ja. Aber gerade am Sonntag haben wir die Vielfalt nicht. Am Sonntag wäre doch toll, also das Szenario, das Sie als ganz schlimm an die Wand malen, wenn der Herr Blocher oder die Basel-Zeitung eine Sonntagszeitung machen, was ich nicht weiss, und wir werden dann noch sehen. Aber gerade am Sonntag wäre doch das eine unglaubliche Belebung von Medienvielfalt. Sie fürchten nämlich ganz tief innen, fürchten Sie die Hegemonie, die Sie heute haben, via SRG und via Mainstream-Medien, da bin ich überzeugt. Also es ist richtig, es geht grundsätzlich um Vielfalt. Wenn Vielfalt gewährleistet ist, besteht dann das Problem, wenn Herr Blocher oder wer auch immer aktiv ist. Es ist ein Problem, wenn nur noch Blocher-Zeitung am Sonntag wäre, das ist klar. Gut, aber die Verhältnisse sind ja genau umgekehrt. Okay, danke vielmals. Das ist ja ein bisschen die Frage. Oder? Also das sind offenbar die beiden Betrachtungsweisen. Herr Feusi sagt, im Moment ist das noch eher ein kleiner Teil. Am Sonntag null. Das ist ja die interessante kulturelle Debatte seit Jahren jetzt. Der Mainstream ist eigentlich links von der Mitte. Und jetzt haben wir ein bisschen neue Publikationen, die ein bisschen von einer anderen Seite kommen. Widersprechen Sie denn das? Nein, wir brauchen die Vielfalt und Unabhängigkeit. Und das finde ich wichtig. Also auf der einen Seite haben wir den Service Public für die Bürgerinnen und Bürger, der einen bestimmten Auftrag hat, in einem viersprachigen Land all die Regionen zusammenzuheben. Sind wir uns alle einig, das brauchen wir? Nein, darf ich es ganz konkret haben, Frau Reitz? Also sind Sie tatsächlich der gegenteiligen Meinung von Herrn Feusi, dass Sie sagen, unsere Sicht von der Welt, sagen wir mal ein bisschen links von der Mitte, die hat eigentlich fast keine Chance. Und es droht quasi die grosse Übernahme durch die SVP und durch die Konterrevolution. Nein, das sehe ich nicht so. Es findet eher eine andere Entwicklung statt, die man jetzt in den USA sieht, wo einem Sorgen machen muss. Dass es nämlich wie verschiedene Medienrealitäten gibt, wo Leute wie nur noch in ihrer eigenen Blase, das finde ich auch, in ihrer eigenen Blase Themen, Probleme wahrnehmen. Und das finde ich für die Demokratie gefährlich. Ich finde, es soll alles machen. Also quasi, USA ist kein schlechtes Beispiel, wo man sieht, dass das quasi eine gefährliche Entwicklung könnte haben. Wenn alle nur noch ihre eigenen Ideologien versuchen, in den Medien abzuholen und nur noch das, was ich sehe. Ich glaube, wir brauchen die Auseinandersetzung mit den verschiedenen politischen Strömen. Also das ist unsere Demokratie. Ja, natürlich, aber die Schweiz funktioniert auch anders als Amerika. Also, wir werden nie im Leben amerikanische Verhältnisse haben. Die Wahlkämpfe funktionieren bei uns anders, die Abstimmungskämpfe sowieso. Das gibt es ja sowieso nie auf der Welt, so wie das in der Schweiz passiert, auf all diesen Ebenen, wie da Vorlagen diskutiert werden.
Und ich glaube, auch die Medienlandschaft wird sich nie so entwickeln, wie das in Amerika stattfindet. Der Schweizer hat auch einen anderen Bezug zum Internet, wahrscheinlich auch von der Mentalität her, als das jetzt vielleicht ein Amerikaner hat, wenn man das mal so pauschal kann sagen. Aber es ist schon eine gefährliche Entwicklung. Also man sieht, was da passiert über Facebook. Es gibt ja Social Media, sind ja schon für uns in der Politik etwas Tolles, wo man kann nutzen und brauchen kann. Man kann selber Inhalte produzieren, aber das ist nicht professioneller Journalismus. Und man darf das nicht verwechseln, wenn es natürlich nur noch da ist, in die Stube kommt von den Leuten. Und das, aber das hängt ja vom Konsument ab. Ja. Und das hängt vom Konsument ab. Sie können den Konsument nicht zwingen, dass er sich oder Zeit lässt. Nein. Oder? Darum braucht sie auch wenn die Entwicklung wirklich so schlimm ist, wie sie voraussehen, dann glaube ich nicht, dass die aufhaltbar ist. Aber ich bin überzeugt, dass gerade wegen der direkten Demokratie und wegen der Subsidiarität und föderalistischen Struktur von dem Land muss man sich immer wieder auseinandersetzen mit der Abwasserreinigung von seiner Stadt oder seiner Gemeinde. Und darum kann man nicht nur auf Facebook irgendwelche Verschwörungstheorien reinziehen. Das wird bei uns nicht der Fall sein. Aber gut, ich hätte gerne, wenn es zu dem... Die USA auch nicht im Übrigen. Also ich würde das ein bisschen bezweifeln, aber das ist... Ja, machen wir mal dann würde ich sagen, dann nehmen wir die letzten 3 Minuten von der Sendung noch für das Thema, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Also so wie ich das jetzt einschätze, gibt es wahrscheinlich keinen Gegenvorschlag zu No Billag. No Billag ist in meiner Einschätzung eher etwas, das wahrscheinlich keine Chance hat an der Urne. Also ich will keine Prognose machen, aber das ist mein Empfinden. Das heisst, es bleibt eigentlich, wie es ist. Ein indirekter Gegenvorschlag? Ja, es sieht ein bisschen danach aus, dass es eher so bleibt, wie es ist. Aber wir sind eigentlich auch in einer Übergangsphase. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Oder? Ich meine, wir sind immer noch im also die alte Massenmedien prägen doch immer noch unseren Kommunikationsmarkt. Und wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen, wie man das neu gestalten muss, wenn wir zusehends so eine Klickgesellschaft werden, also wo man eben nicht mehr so Massenmedienkanäle konsumiert. Von dem her finde ich, jetzt ist da nicht Hopfen und Malz verloren, wenn man noch 5 Jahre länger darüber nachdenkt, wie es besser sein könnte künftig. Ich habe selten politisch so eine schwierige und harzige Diskussion erlebt, wie die Diskussion um den Service Public und Medienpolitik. Man sieht auch hier, da wird viel verteidigt, da ist viel Geld rum, das vom Staat herkommt. Ich glaube aber trotzdem, die Diskussion hat schon das eine oder das andere gebracht. Erstens einmal, es wird jetzt endlich, nach vielen Jahren, wird jetzt mal geredet. Wenn ich das vergleiche mit der ersten RTVG-Revision vor etwa 10, 15 Jahren, dort war die Diskussion irgendwo in einem Kämmerchen gewesen. Jetzt ist das öffentlich ein Thema und die Kommission hat doch immerhin entschieden, man will nicht einfach Nein sagen zu dieser No-Billag-Initiative, sondern man will das nochmal diskutieren. Immerhin, oder? Ich bin ein bisschen ernüchtert vom Bundesrat und von der Verwaltung, wo einfach trotz x Zusatzaufträgen nicht in der Lage ist, Alternativen aufzuzeigen, Szenarien aufzuzeigen, was in jedem privaten Betrieb das Normalste auf der Welt ist. Da sind wir nicht in der Lage, von Seiten der Bundesverwaltung her, gar nicht zu reden von der SRG. Aber trotzdem, man hat gesehen, es ist ein Wandel im Gang, oder? Die Medienlandschaft ist nicht mehr die gleiche. Das nächste grosse Thema ist für mich dann schon das Mediengesetz. Und ich bin der Auffassung, es braucht kein so ein Gesetz. Definitiv nicht. Man muss nichts regulieren im Internet. Das langt, was wir haben an Gesetz. Alle wirtschaftlichen Beziehungen sind geregelt. Alles strafrechtliche und persönlichkeitsrechtliche ebenfalls. Das Einzige, was noch dazu könnte, wäre nachher quasi der staatliche Geldfluss. Und das will ich nicht im Internetbereich. Und das wird wahrscheinlich dann die nächste grosse Diskussion sein. Mhm. Ich denke, die No-Billag-Initiative wird abgelehnt, das gehe ich auch davon aus. Aber sie hat etwas Wichtiges ausgelöst, eine Diskussion. Und das muss ich schon sagen. Dass, ich glaube, jetzt im Rahmen dieser Diskussion sich viele Leute bewusst geworden, wie wichtig Medienvielfalt, Medienqualität, Unabhängigkeit ist für unsere Demokratie. Und das finde ich toll, weil es gibt jetzt auch wie neue Projekte. Also die Medienlandschaft verändert sich, sie ist im Umbruch. Es gibt neue Projekte. Ich bin jetzt zum Beispiel seit gestern quasi Genossenschafterin von einer neuen Internetplattform, ein Internetmagazin, das die Republik heisst, wo innerhalb von ein paar wenigen Stunden 5'000 Personen, also ich glaube, jetzt ist es schon viel mehr, haben eingetragen, die sagen, sie wollen auch im Internet unabhängige Medien, die quasi unsere Demokratie, unsere demokratischen Institutionen verstärken. Man kann einfach keinen Antrag auf Gebühren machen. Ich sage, es funktioniert tatsächlich. Ja, nein, ist gut. Auch noch nicht geht. Wunderbar, wir haben den Punkt lang dick gemacht, was das Fazit und unsere Zeit betrifft. Ganz herzlichen Dank für die Diskussion, dass Sie bei uns im Studio waren. Ich danke Ihnen hier fürs Zuschauen. Das waren Standpunkte, das mal von der Basler Zeitung. Nächste Woche kommt wieder der nächste Verlag. Wir sehen uns wieder in einem Monat. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Gute Zeit.